Warum tut er das? Entlohnen. Niemand kennt diesen Mann besser als ich. Tretet näher. Höret, was ich zu berichten habe von einem Händlerprinz ohne Gleichen. Es war vor Chatin. Die Sarazenen hatten wenig Verpflegung und brauchten dringend Nachschub. Aber es war keine Hilfe in Sicht. So ein komischer Kauz. Also zog Tamir ab, ritt gen Norden und sorgte sich, was aus seinen Vorräten werden würde. Denn schon bald drohten sie zu verderben. Das hätte das Ende dieser Geschichte und dieses armen Mannes bedeutet. Aber das Schicksal hatte andere Pläne. Also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Und als der Kampf vorüber war, ließ der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnen. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Kommt mir nicht zu nahe, warum haut ihr nicht ab? Macht Platz! Denkt ihr nicht, dass ihr mir ein bisschen zu nahe seid? Ihr wagt es? Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders, unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Warum macht er das? Was tut er da? Wie seltsam.
Er da! Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere und? Pflicht. Wie hast du es geschafft? Ohohoho, das war nicht einfach, mein Freund. Ganz und gar nicht. Der verfluchte Händler hat mich erwischt und um Hilfe gerufen. Das wird die Wachen nicht erfreut haben. Mindestens ein Dutzend von ihnen kam. Alle schwer bewaffnet und streitlustig. Und was dann? Habe Fersengeld gegeben, ab durch die Menge und drüber und drunter her. Ein paar stieß ich um, aber sie verfolgten mich weiter. Wie konntest du entkommen? Meine Freunde haben mir geholfen. Wie meinst du das? Ein paar meiner Brüder treiben sich am südöstlichen Ausgang des Zugs herum. Sie ließen mich passieren und nahmen sich dann der Wachen an, lenkten sie ab, während ich floh. Ohne ihre Hilfe wäre ich jetzt nicht hier. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, was tut er denn? Tode zu verteidigen. Hat er seinen Verstand verloren? Die Fahrer müssen besiegt werden. Altair, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sag mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Zug al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Souk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Warum hilft mir denn niemand? Warum die macht er das? Elender Lumpen! Oh, warum tut so er das wohl? Dieb! Elender Lumpen! Wo er hinläuft. Was wollt ihr? Ihr seid hört auf! Verdammter Ungläubiger! Ich danke, Vater, dass ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich.
will der Herr gnädig sein. Dieser Mann ist ein Mörder! Wie konnte das nur passieren? Wir handeln gegen den Willen Gottes. Seid vorsichtig. Und dafür müssen Sie zahlen. Liebe Leute, kommt und schaut meine Warnung. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Seltsam. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Was tut er denn? Seltsam. Mir das an? Was habe ich euch getan? Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen! Das wird euch das Leben kosten! Das kostet sich den Kopf nicht. Ungläubiger! Das wird nicht zu schwer. Wie, solange du noch kannst. Der ganze Ungläubiger! Du kannst nicht davonlaufen! Das wird nicht zu schwer. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Oh nein, wie furchtbar. Eine Kuh. Ja! Ich bin arm und krank und ohne. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Nein, ihr versteht es nicht. So ein komischer Kauz. Seltsam, so etwas habe ich nie zuvor gesehen. Interessiert ihr euch vielleicht hier nicht mehr? Geld, nein, ich habe aber noch viel, viel mehr. Hier findet ihr alles, was ihr wohl ganz genau, was ihr nichts, was ich nicht. Ein angenehmer Kommt, Kunde. Seht selbst! Ihr werdet hier! Hier! Ich hab ihn doch! Vorsichtig! Euer Leben ist nicht entkommen! Du entkommst mir nicht! Weg da, oder ich renne und nie, dass du sterbst! Du gehörst mir deinen Kopf! Jemand muss dir mein Leben weg! Das sind reine Zeitverschwendung. Du willst sterben? So sagen! Komm hierher! Nie, solange du noch kannst. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Allmächtiger. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Ihr seid am richtigen Ort. Es gibt keine bessere Kraft. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm. Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht.
Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Ha, einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sonst nicht kennen! Lernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Ich werde euch erschlagen. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut. Ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Hat gerade jemanden ermordet? Waffe! Still! Er hat gemordet! Ich habe alles, was er braucht! Tötet ihn! Haltet ihn! Folgt ihm! Lasst ihn nicht entkommen! Was tut er denn? Ich hol es mir! Tötet ihn! Haltet ihn! Du wirst nie entkommen! Wie konnten wir ihn nur verlieren? Da ist er! Haltet ihn! Ich hole dir deinen Kopf! Du entkommst mir nicht! Kostet dich den Kopf! Haltet ihn! Du gehörst mir! Edler Herr, es sieht aus, als würdet ihr etwas suchen. Schau, von mir findet ihr es nicht. Und nur für heute habe ich alle Preise reduziert. Komm! Du wirst nie entkommen! Bleib stehen! Ihr könnt nicht entkommen! Es gibt keinen Abschluss.
Schiene war. Keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. Euch hol ich mir. Ungläubige! Du wirst mir nicht entkommen! Haltet ihn! Du wirst nie entkommen! Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Habt Dank.